Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Leopard 2 Panzer für die Ukraine. Bundeskanzler Scholz ließ durch seinen Sprecher verkünden, dass Deutschland 14 Leopard 2 Panzer an Kiew liefern werde. Auch andere Länder wie Polen und Finnland sollen Leopard 2 Kampfpanzer abgeben dürfen. Und laut US-Medien wollen die USA der Ukraine bis zu 50 Panzer vom Typ Abrams überlassen. Ganztägiger Warnstreik am Hauptstadtflughafen BER. Der Passagierverkehr fällt heute aus. Betroffen sind etwa 35.000 Passagiere. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte zentraler Bereiche aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Sie fordert für die Beschäftigten der Flughafengesellschaft und der Bodenverkehrsdienste monatlich 500 Euro mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten. Zu wenig ostdeutsche Führungskräfte in Bundesbehörden. Es seien nur 13,9%, so ein Bericht des Ostbeauftragten der Bundesregierung Schneider, der Funke Mediengruppe vorliegt. Schneider sieht darin eine deutliche Benachteiligung. Untersucht wurden mehr als 3.600 Positionen in 93 Bundesbehörden, unter anderem auch der Bundesregierung. Mutmaßliche Geheimdokumente auch beim früheren US-Vizepräsidenten Pence entdeckt. Mehrere Medien berichten, die Unterlagen seien in dessen Haus in Indiana gefunden und der US-Bundespolizei FBI übergeben worden. Auch in Privathäusern von Ex-Präsident Trump und dem derzeitigen Präsidenten Biden waren geheime Dokumente gelagert. Pence war Vizepräsident unter Trump. Chris Hipkins ist neuer Premierminister von Neuseeland. Der 44-Jährige wurde in der Hauptstadt Wellington vereidigt. Er sagte, sein Augenmerk gelte vor allem der Wirtschaft und der Inflation. Der langjährige Polizei- und Bildungsminister folgt auf Jacinda Ardern. Die Labour-Politikerin hatte vergangene Woche überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Und das Wetter heute erneut größtenteils wolkenverhangen und trübe, aber trocken. Sonst auch mal Sonnenschein, am Abend im Norden mit einem auffrischenden Wind auch Regen bei -2 bis +6 Grad.